Werden die Konkurrenten an Janines Konzept auch so viel Spaß haben? Bin auch schon sehr gespannt, ja, vor allem auch auf die Küche. Mhm. Wie sie das nachher wirklich auch in der Küche ausbringen, weil Liebe gehört ja natürlich zum Kochen dazu. Ja, und die beste Zutat. Genau so ist es. Da kommt auch die Wichtigste, so. Liebe steht bei Janine ganz oben. Das beginnt schon bei der Begrüßung. Grüß euch. Ja, ich darf euch begrüßen im neuen Ding am Ring, im Lendring. Geht schon mal rein, fühlt euch wie zu Hause und sucht euch einen schönen Platz. Danke. Bis gleich. Dankeschön. Danke. So, die Kollegen sind da und die werden heute kein Haar in der Suppe finden, sondern uns die Haare vom Kopf essen. Jetzt gehen wir rein und geben unser Bestes. Also ich kann zu Janine nur sagen, Hut ab, echt Respekt von meiner Seite. Super cool, wie sie damit umgeht, mit ihrer Krankheit. Ja. Das ist echt wirklich. Also hat meinen großen Respekt, ja. Absolut coole Persönlichkeit. Übrigens die Klamotte sensationell. Das, ich weiß, von wem sie ist, aber ja, ich muss mich zusammenreißen. Ich hab selber sowas. Toll. Die Frau ist halt ein echtes Original. Genau wie ihr Restaurant. Total modern eingerichtet. Ja, und trotzdem fühlt man sich wirklich wohl und wie zu Hause. Ist gemütlich, edel. Ja, ja, edel und gemütlich. Mhm. Total gelungen, heimelig. Wirklich. Sehr stilvoll. Und man hat auch gleich einen guten Duft in der Nase, stimmt einen aufs Essen ein, man ist gleich irgendwie begierig. Was man hat ein bisschen aus der Küche auch gleich den guten Duft gerochen. Ja, also wirklich, man hat auch ein bisschen Sound, da wird mit den Töpfen geklatscht und schon was mag. Ja, das ist gut gemacht. Ja. Bei der Gruppe kommt es gut an. Ja, also es ist gemütlich, es ist stimmig, es ist cool, modern. Fein. Mit genau denselben Worten ließe sich auch Janines Karte beschreiben. Ja, lässig, schöne, moderne Speisekarte, wirklich cool, knackig gehalten, international, mit Kärntner Einflüssen, wirklich tolle Gerichte, von jedem was dabei, Fisch, Fleisch, vegetarisch, vegan. Also für einen kleinen Hunger ist auch was dabei. Ja? Cool, das finde ich sowieso immer gut, weil da kann man sich ein bisschen was von allem bestellen. Aber ja. Kosten, genau. Du kannst ein bisschen mehr essen, ohne dass du gleich satt bist. Ich glaube, gerade in so einer Bar ist das optimal, weil so ist das in einer Bar, um ein bisschen was zu trinken und nebenbei ein bisschen was zu speisen. Ja. Und für da passt optimal. Perfekt. Ja. Und auch jetzt für den Sommer, für die Sommerfigur, das Ideale. Stimmt, ja. Eine Sache habe ich zu dem Laden vielleicht zu sagen. Es wirkt wirklich, es ist ein Restaurant, ich habe es kapiert, aber es könnte auch einfach eine reine Bar und ein Club sein. Das muss man einfach sagen, mit Essen. Zumal mit einer so coolen Chefin. Gas geben, die Gäste haben Hunger. Hallo. Servus. Markus, grüß dich. Hallo, Florian. Hallo, Florian. Was zauberst heute für uns? Heute machen wir eine kleine Variation von der Schnecke. Wow, das klingt super. Schnecken scheinen in Kärnten gut zu laufen, ha? Zweite Mal. Und zwar tun wir Schnecken verstecken. Ja. Das heißt, wir machen ein kleines Reisbällchen, wo in die Mitte eine Schnecke reinkommt. Sauerhaft. Ja. Dann haben wir das Schneckenlecken. Schneckenlecken. Ja. Machen so ein kleines Cornetto mit einem Sellerie-Püree, wo so eine flambierte Schnecke draufkommt. Ist der Spaß am Teller garantiert. Und natürlich, weil die Schnecken ja auch gerne Grünzeug mögen, machen wir kleine Schneckenbruschetta. Ausgezeichnet, das klingt fantastisch. Klingt total spannend und auch ein bisschen lustig und frivol. Zunächst brät Küchenchef Florian gewürfelten Sellerie in Butter an. Ich gebe in Sellerie-Püree mal ein bisschen an Thymian. So ausgezeichnete Idee. Die Aromatik, die finde ich einfach lässig. Perfekt. Genau, und sonst nur Salz, Pfeffer, bisschen Butter und dann halt schön langsam wirklich vor sich hin schmoren lassen. Jetzt habe ich hier schon einen Sushi-Reis vorgekocht, weil das sollte ein bisschen auskühlen, oder? Damit wir da jetzt dann die erste Schnecke verstecken können. Ja, Sushi-Reis ist dann, so wie es weiterverarbeitet, perfekt. Dann auch zum Frittieren, ist ein bisschen klebriger. Ich habe jetzt hier ein kleines Bärlauchpesto, gibt es ein bisschen was dazu. Was hat eine geile Farbe. Na, mega. Abgerundet wird das Ganze mit etwas Salz und Pfeffer. Jetzt der klitschige Part. So, jetzt geht's los mit Schnecken verstecken. Bist du ready? Ich bin fertig, ja. Super. Der macht eine Schneckensushi, oder wie? Also das merkt man schon, der Reis ist richtig schön gekocht oder er klebt schön. Also da, wenn du den Reis da knetest, da merkt man auch, der Bärlauch, der riecht wirklich sensationell. Ja. Das ist, er benutzt die Schnecken aus meiner Heimatstadt. Er hat den Bärlauch aus der Umgebung und. Also diese Sachen, die er verwendet, sind absolut hochwertig und qualitativ. Und deswegen schmecken die auch richtig gut. Darf ich dir das einmal überreichen? Na bitte, wenn es nicht kaputt macht. Da kann man dann die Schnecke rein. Genau, jetzt würde ich dir hier die Schnecke reingeben. Ne? Und jetzt richtig auf kärntnerisch Schnecken verstecken. Gell? Jetzt werden wir die einfach reinfalten. Ne? Ja. Also, er macht Bällchen.
Sushi-Reisbällchen mit Schnecke. Die panierten Bällchen kommen in den Eisschrank. Als nächstes wird der Sellerie mit Butter verfeinert und im Mixer püriert. So, schaut das aus? Sollen wir dann noch ein bisschen aufsetzen? Ja. Und noch das Wasser. Noch ein bisschen das Wasser rausschmoren. Genau. Was kommt jetzt noch dazu? Jetzt machen wir noch schnell das Bruschetta. Ja. Schmeißen wir in den Ofen. Ja. Und dann. Okay, dann machen wir ja nicht mehr viel. Ja. Es ist echt schade, dass ich das nicht essen darf, aber ich werde es ausrichten, dass der auch was Verzügliches kriegen. Dann wünsche ich noch viel Spaß. Bis super. Später. Danke, danke dir. Ciao. Endlich. Janine eröffnet ihre Vorspeisen-Vernissage. Ja, was sagt ihr zu den Tellern? Ich bin überwältigt. Das schaut wirklich, wirklich zum Anbeißen aus. Ja. Ich finde es auch total schön auf diese dunklen Teller, weil da knallt die Farbe einfach so raus, oder? Ja. Tellersprache war sehr schön wieder, wirklich alles wunderschön modern angerichtet. Ja, muss ich auch sagen. Nochmal einen Tick anders. Dadurch, dass er natürlich irgendwie in dieser leichten Club-Atmosphäre hat er auch das richtige Geschirr gewählt. Na, ist schon schick. Wirklich. Das ist der gemischte Lendring-Salat mit Beef Tartar vom Rind. Bestellt hat das Gericht Markus. Also wirklich gut komponiert, farblich super abgestimmt. Also da freut man sich, wenn da die Gabel in den Teller geht. Herrlich, da die Ziegenkäsebällchen, die karamellisierten. Also das macht wirklich Freude. Kresse mit dabei, sehr beeindruckend. Eine herrliche Komposition. So muss der Salat ausschauen. Ja. Super. Dazu habe ich ein erstklassiges Tartar bekommen. Farblich top. Geschmacklicher Sensation. Der Koch getraut sich was, der würzt das Ding. Das findet man auch selten, sonst muss man immer Salz und Pfeffer noch dazu nehmen, weil die einfach ein bisschen zu zaghaft sind und das ist wirklich am Punkt. Also mein Geschmack hat es voll getroffen. Von der Textur her, ich hätte es mir ein bisschen grober gewünscht. Wenn es handgeschnitten ist, kann das ruhig ein bisschen grober sein, dass du man bist auch ja ein Texturfanatiker. Ja, ich bin ja Fetischist sozusagen, ja? Fast. Okay. Ja. Alles ein bisschen hart, alles ein bisschen knackig. Ja. Dazu gibt es ein bisschen Creme, Paprika-Marmelade, mega, mega gut gemacht. 1970, ich hätte ein paar Euro mehr draufgetan. Da ist wirklich, da sind viele Handschritte dabei, allein die karamellisierten Ziegenbällchen. Janine, geh um 2 Euro rauf, dann ist es das wert. Super. Nein, also 1970 ist doch bitte ausreichend. Ne? Am Ende ist ja die eine Schüssel zwei Drittel gefüllt mit Salat und mein Gott, Ziegenkäsebällchen dann. Tartar, natürlich kostet das Geld, aber mehr hätte ich jetzt nicht zahlen wollen. Daniela zahlt für ihr Thunfisch-Tartar mit glasierter Karotte, Gurkenspiegel und Sesam 18,60 Euro. Ja, Thunfisch-Tartar, es ist sehr angenehm. Der Fisch hat eine sehr gute Qualität. Das schmeckst du einfach, der ist frisch, der hat einen guten Biss. Er ist sehr zart, die Farbe ist schön, die Karotten sind so Asia-Style-mäßig mariniert. Du schmeckst einfach diese Asia-Gewürze, Tandoori-Sojasauce. Ja, es harmoniert alles zusammen. Es ist wirklich so Asia-Style-like. Der Gurkenspiegel, das ist die Frage, schmeckt ein bisschen, als ob er es ein bisschen mit Banane abgemischt hat. Es hat ein bisschen sowas. Das ist abgedickt mit dem Xanthan, Lecithin, oder was? Irgend sowas. Es war ein bisschen zu viel Xanthan erwischt und dann hast du halt einfach eine Konsistenz, ist dann so ein bisschen pelzig auf der Zunge. Das ist einfach so ein Bindemittel, das man halt in der heutigen, in der neumodernen Gastronomie genau sehr viel verwendet. Ja. Kann man verwenden, muss man aber nicht verwenden. Das kommt aus dem molekularen Kochtechnik, kann man in Pulverform kaufen und ist extrahierte Stärke. Also Entschuldigung, ne? Da ist nichts gegen einzuwenden. Aber sonst, es ist total gut, der Fisch ist total gut, die Karotte ist gut, es ist richtig so Asia-Style-mäßig mariniert. Aber die Gurke, schade, dass es da eben gemischt ist mit irgendwas, mit dem es gebunden wurde. Es hat mich jetzt nicht abgeholt, aber es war wirklich sehr, sehr gut. Und da darf man nichts dagegen sagen, weil man muss wirklich das Ganze objektiv betrachten und im Großen und Ganzen war es eine saubere Nummer. Langsamer Weinbergschneckendreier. So nennt sich das Kunstwerk auf Julians Vorspeisenteller. Da steht langsamer Weinbergschneckendreier. Aha, frivol, ne? Deswegen auch Schneckenlecken. Reis ist geschmacklich in Ordnung. Könnte meiner Meinung nach ein bisschen mehr gewürzt sein vielleicht. Die Weinbergschnecke schmeckt sehr gut. Also die ist top gegart, wirklich leichten Biss noch, aber trotzdem sehr weich. Die Schnecke von der Konsistenz sehr geil, muss ich wirklich sagen. Ganz ein leichter Biss, sehr weich, trotzdem perfekt. Das Bruschetta in der Kräuterkruste, die Schnecke in der Kräuterkruste sozusagen. Man sitzt da ganz gut. Schöne Kräuterkruste, auch sehr geschmacklich, harmoniert optimal. Trüffelcreme, die ist da drunter. Man schmeckt da schön den Trüffel raus, sehr angenehm mild. Also finde ich geil, passt gut. Könnte auch noch ein bisschen mehr oben sein. Und da diese
dieses Cornetto. Sehr, sehr gut. Sellerie-Püree war da, glaube ich, drinnen. Ja. Man schmeckt die Sellerie sehr gut raus. Was mir gefällt, dass das Püree etwas kalt ist, also nur ganz leicht lauwarm ist. Da kann man sich viel Eis vorstellen, das Sellerie-Püree ist schön kalt, die Schnecke obendrauf, alles zusammen eine schöne Harmonie. Es läuft richtig gut, es ist super, ne, was man mit Schnecken machen kann. Da wissen wir jetzt alle ein bisschen mehr, also es läuft gut. Marius Carpaccio vom Wagyu Rind mit Portweinzwiebeln und Senfkaviar ist die mit Abstand teuerste Vorspeise. Schön garniert, schön angerichtet, hier mit frischen Kräutern, Blutanfahren, Rucola, Blüten. Die Parmesan-Chips haben wir hier, die sind sehr knusprig. Hier auch Senfkörner eingelegt, die sind mir leider ein bisschen zu hart. Und auch die Schalotten, sowas muss man einfach wegschmoren. Ich habe eine harte Schule hinter mir, habe sehr viel gelernt und Schalotten gehören geschmort, dass sie schön weich sind. Ja, das ist ja auch wirklich wahr. Ich weiß auch nicht, wie man auch, du kannst Zwiebeln einlegen, pickeln, dann ist das was anderes. Aber dann wird die auch so bezeichnet. Wenn das eine geschmorte Sache ist, dann muss die auch geschmort sein. Da bin ich zu 100% bei Mario. Also Fleisch ist super Qualität, rot, also alles dabei. Wagyu im Allgemeinen sehr schwierig. Da gibt es sehr viele Qualitätsstufen, Unterschiede. Wagyu wird in 1 bis 5 Stufen unterteilt. Und normalerweise sagt man auch dieses Kobe-Rind, ja, darf aber nur bestimmte zertifizierte Händler international überhaupt bekommen. Und deshalb gibt es das Wagyu. Ja. Kobe Wagyu ist wirklich nur aus der Hafenstadt Kobe. Aber natürlich hat ganz Japan Wagyu-Rinder. Und ja, es gibt tatsächlich 5 Grade oder 5 Klassifizierungen. Und A5 ist sicherlich das Höchste, was es überhaupt gibt. Da geht es um die ausgeprägteste Marmorierung, das kräftigste Aroma, die größte Zartheit und das intensivste am Geschmack. Das ist eigentlich dann A5. Aber da super Qualität erwischt. Ja. Ich glaube, es ist mariniert, es hat einen leichten Film, also wird mit Öl mariniert sein. Ja. Fazit, 29,50 ist komplett fair, weil es ist sehr ein hochwertiges Gericht. Das Fleisch ist sehr teuer im Einkauf, super Qualität. Das kann man ruhig voll in Szene setzen. Vorspeisen schauen hier jetzt auch wieder richtig gut aus. Ne? Also tendenziell würde ich sagen, wir liegen da eigentlich so wie gestern, so bei einer 9 im Durchschnitt. Ich muss sagen, ich habe auch zu den Jungs schon gesagt, haben geile Arbeit gemacht, schaut super aus und zu passen. Damit zur Tendenz. Hallo. Das schaut aber gut aus. Schönes Wetter kriegen wir morgen. Ja, hoffentlich. Ja. Und, hat es euch geschmeckt? In Zahlen bitte. Also, von mir kriegst du 9. Ja, schau, die ersten 9. Dankeschön. Liebe Janine, du kriegst von mir eine Tendenz von 8 Punkte. Dankeschön, gerne. Danke. Du kriegst von mir eine Tendenz von 9 Punkten. Oh, schön. Das freut mich sehr. Ich gebe dir eine Tendenz von 8 Punkten. Schön, freut mich sehr. Coole Bewertung. Danke euch. Ja, top. Finde ich super, finde ich auch in Ordnung. Und gefühlsmäßig bin ich auch bei der Gruppe so. Also, ich kann mit den 8ern wirklich hier heute leben. 2x9, 2x8. Super, ha? Perfekt. So, wie wir es uns gewünscht haben. Küchenchef Florian kennt anscheinend die halbe Welt. Hey, was machst du hier? Was machst du da? Hallo. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Die Nächsten, die sich kennen, oder was? Alter, es ist ja... Boah, wir haben uns schon lange mal gesehen. Ja, wie lange ist es her? 6 Jahre. Der Herr Schnurrer war bei uns Küchenchef vor 6 Jahren. In einem Lokal in Felden, das wir geführt haben. Das ist ja geil. Also der Florian, vor 6 Jahren war er bei euch, dann war er kurz okay und jetzt da. Ja, der sucht die Herausforderung. Was machen wir? Wir machen Fisch mit Kärntner Gemüse. Ja, ich wollte jetzt ja gerade die Lachsforelle filetieren. Was? Lachsforelle mit Kärntner Gemüse? Das hört sich jetzt mal ziemlich ungewöhnlich an. Die Lachsforelle wird nach dem Filetieren im Kühlschrank geparkt, sodass sich Florian in Ruhe dem Gemüse widmen kann. Schön, Pak Choi. Genau, da habe ich so einen kleinen Mini-Pak Choi, kleinen Fenchel. Fenchel. Wow, fein, ja.
Naja, es ist saisonabhängig, was für Gemüse sich jetzt da befindet. Jetzt haben wir momentan eine Spargelzeit. Es war ein Kohlrabi drinnen, es war Pak Choi dabei, es war ein kleiner Mini-Fenchel da mit drinnen und Karotten. Also ein schönes Potpourri und frischen, knackigen Gemüse. Farblich schön. Beim schwarzen Knoblauch, aus dem mache ich einen Teil der Soße. Mhm. Ich mag ihn einfach gern, weil süße, ein bisschen Säure, ein bisschen cremige, es hat feine Noten. Wenn man den schon so sieht, oder? Das ist, ja, ist geil. Das ist, weiß ich, liebe ihn auch. Nicht nur, dass er ein bisschen runder, süßlicher etc. wird. Du stinkst doch nicht so arg. Jetzt wird geschält und geschnibbelt, bis die Schwarte kracht. Okay, macht eher so stiftemäßig. Genau, ich begehe jetzt eine halbe Todsünde. Ja. Ich werde jetzt diese weiße Spargelstange halbieren. Jawohl, das mache ich auch. Den Spargel, die Spitzen hat er halbiert, genau, dass die einfach gleich durchgegart sind. Ich finde das jetzt keine Todsünde, ich finde das ganz, ganz okay, wie er das gemacht hat. Den schwarzen Knofi brät Florian in Olivenöl an und löscht ihn mit Gemüsefond, Prosecco, Essig und Sahne ab. Und das lasse ich jetzt richtig schön langsam ein bisschen einkochen. Und dann mit dem Pürierstab einmal. Genau, und ein bisschen Gewürze dann dazu, je nachdem. Aber da probiere ich wirklich immer individuell, so wie tagesmäßig auch gelaunt bin, wieder mal ein bisschen kräftiger, mal ein bisschen milder. Ab und zu, wenn es beim Fisch und Gemüse auch passt, ein bisschen Kräuter noch dazu. Flo ist ein super Koch. Er kocht mit frischen Zutaten, er kocht total naturbelassen. Er hat sehr viel Gedanken dahinter. Also ich freue mich schon wirklich aufs Essen. Das Gemüse brät Florian mit Salz und Pfeffer an, während in Pfanne 2 der melierte Fisch mit Thymian und schwarzem Knofi brutzelt. Den Fisch brate er nur auf der Hautseite. Lass schön durchziehen, dass er schön knusprig genau. wird. Genau, schön langsam. Genau. Ja, super. Perfekt. Dann hätten wir es soweit. Danke. Ja, schaut ganz, ganz toll aus. Janines Hauptspeisen setzen zur Landung an. Eine schöne Tellersprache, oder? Ja. Alles sehr zentral in der Mitte umgerichtet. Jetzt mit den dunklen Teller. Sehr genau. Saisonal, regional, ja. Alles dabei. Dadurch, dass wir ja auch jeden Tag in einem neuen Konzept sind und nicht unbedingt den Vergleich antreten sollen zu gestern, ist das hier separat gesehen sehr schön, sehr schick, sehr stimmig. Im detaillierten zu gestern ist das gestrige war noch ein bisschen kleinteiliger, noch ein Hauch strukturierter vom Feinen her. Auf geht's. Daniela gönnt sich die Variation von der Melanzane mit Wildfanggarnelen. Meins ist ein tadelloses Gericht. Wir haben da die Rösti, Kartoffelrösti. Sie sind sehr gut. Sie sind außen schön angebraten. Sie sind noch immer saftig, gut gewürzt. Die Aubergine geht im Rösti ein bisschen unter. Aber das macht überhaupt nichts, weil man hat da die volle Ladung dafür von der Aubergine. Hier ist das Papaganusch, geschichtet, Melanzani, Burrata und dann der Papaganusch drauf. Es ist genauso, wie es sich gehört. Es ist im Ofen geschmort, das Ganze wird püriert, gewürzt. Man schmeckt einfach diese Röstaromatik drinnen in der Aubergine. Genau, mit der Burrata, es passt wirklich sehr gut. Und die Garnelen dazu, die sind super gebraten, sehr saftig, also wirklich on point. Ja, die Tomaten-Basilikum-Soße gibt dem Ganzen ein bisschen so eine Säure, ein bisschen eine Frische. Die Tomaten-Basilikum-Soße war eher Püree-mäßig, aber das hat jetzt überhaupt geschmacklich oder auch von der Konsistenz her überhaupt nichts gemacht, weil die Tomate einfach eine super Säure mitgehabt hat, die das Ganze wirklich sehr rund gemacht hat. Gefällt mir sehr gut, habe ich gut ausgewählt. Also kam gut an, ist das Fazit, würde ich sagen. Wie lautet Markus' Fazit zum Kärntner Fischfilet mit Kärntner Gemüse und zweierlei Kartoffeln? Also der Fisch, auf den Punkt gebraten und wirklich toller Geschmack. Nur ein bisschen Salz oberbei drauf, damit der Eigengeschmack erhalten bleibt. Genauso muss man das machen, soll die Produkte nicht verstecken. Spargel super knackig, guter Geschmack, auch wieder nur ein bisschen Salz dran. Ich mag das einfach. Schön. Und genau das musst du einfach sagen, wenn du gute Produkte einkaufst, musst du nicht viel dazu tun. Dann haben wir da Babyfenchel. Allein der Geruch vom Fenchel macht das Gericht wirklich wertvoll. Die frische Kresse am Tisch geschnitten, tolle Idee. Habe ich so noch nicht gesehen. Ach ja, stimmt. Da kam mir der Teppich da reingeschoben. Frühlingskartoffeln sieht man, schmeckt man. Knoblauch hätte da gar nicht rausgeschmeckt jetzt beim Essen. Ich sehe ihn auch nicht. Mir hat es überhaupt nicht gefehlt, dass da der schwarze Knoblauchschül da nicht drauf war, weil einfach der Fisch einen super Geschmack gehabt hat. Und dieser Eigengeschmack, der zählt für mich, wenn ich sowas bestelle. Mhm. Ich brauche das eigentlich gar nicht da dazu. Ja, die Soße habe ich im Eifer des Gefechts leider wirklich vergessen. Ich habe es dann kurz danach gemerkt und dachte mir so, also, bist.
Also ich hätte es schon spannend gefunden. Ne? Und gerade weil er mit dem fermentierten schwarzen Knoblauch arbeitet und so, naja, hat er Glück gehabt mit Markus, ne? Dass ihn das eigentlich überhaupt null interessiert. Janine und Florian hingegen interessieren sich jetzt sehr für die Meinung ihrer Gäste. Hallo, grüß euch. Hallöchen. Hallo. Hallo. Na, so, hat's euch geschmeckt? Mario versucht sein Glück mit dem Duett von der Lavantaler Ente mit Orangensoße und Kartoffelgnocchi. Also wirklich das Gericht, tolle Aufmachung, schöne Präsentation. Die Gnocchi Weltklasse, super selbstgemacht. Und das Gemüse ist sehr knackig. Ja. Wegen der Entenbrust, die war halt ein bisschen schon zu durch. Ja, weil, aber okay, das passt. Aber trotzdem sehr weich, ja. Super. Ja. Also sie war nicht trocken, sie war nicht zäh. Für mich persönlich muss ich sagen, es ist eine schöne Show mit dem Rauch, aber leider ist zu viel Raucharoma, dann geht es halt ein bisschen unter. Das ist das Einzige, wo ich jetzt sage. So, schönes Entertainment, eine Show, Rauch gibt ja auch Geschmack. Aber wenn es zu viel ist, die Menge macht das Gift. Ja, das stimmt, das stimmt. Na, es ist auf jeden Fall ein Argument, ist eine Geschmackssache. Die einen sagen geil, die anderen sagen, ist mir zu rauchig. Aber ist ein schönes, konstruktives Feedback. Auf jeden Fall. Genau, ja. Also. Die Janine ist ja aber auch in ihrer Reaktion ganz, ganz klasse. Ne? Uns interessiert jetzt Julians Reaktion auf seine Tranchen vom Rinderrücken mit Whiskysoße in Heu gegart. Also bei mir am Teller, zuerst einmal die Aufmachung vom Teller, wunderschön, alles schön in der Mitte zentriert. Man hat gleich beim Hinstellen schon den Gaga gesehen vom Fleisch. Der war wirklich perfekt getroffen. Trüffelpüree, sehr schön mit dem Trüffel gearbeitet. Man merkt, da ist nicht nur Öl dabei, sondern da ist auch ein bisschen frische Trüffelbutter oder frischer Trüffel dabei. Sieht man auch ganz schön von den schwarzen Punkten her. Gemüse am Punkt gebraten, schöner Knack noch mit drinnen. Das Einzige, was bei mir ein bisschen das Thema ist, die Soße, die habe ich nicht ganz verstanden, Whisky-Soße. Die hätte ich mir vielleicht ein bisschen dicker vorgestellt und ein bisschen harmonischer zum Fleisch. Die war mir ein bisschen zu über drüber. Also fürs Fleisch, das Fleisch hat so eine geile Qualität, so einen geilen Eigengeschmack. Und die Soße war ein bisschen zu salzig, ein bisschen zu würzig einfach. Kann natürlich sein, dass heute im Laufe des ganzen Stresses im Hintergrund die vielleicht ein bisschen zu lange geköchelt hat. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, kurz vorm Servieren, ich habe es auch nicht nochmal probiert, weil es war halt ein bisschen turbulent. Und ich werde es auf jeden Fall gerade nochmal kontrollieren und schauen. Aber danke fürs Feedback. Ja, Dankeschön. Zurück am Tatort greift Florian zum goldenen Löffel, um die von Julian kritisierte Whisky-Soße zu probieren. Ja, bisschen zu lange gekocht. Muss ich ehrlich zugeben, hat er völlig recht. Er gibt gleich zu, ja, stimmt. Ist einfach zu stark einreduziert. Super gemacht. Jetzt hör mal auf hier. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Für uns bist du sowieso der Beste, egal welche Punkte da gegeben werden. Und das ist das, was zählt. Wir haben Freude bei der Sache und ich finde, du hast das geil gemacht und Punkt aus. Danke, so. Aber trotzdem, gar ich bin auch nicht so happy. Hätte noch besser laufen können. Die Desserts sind das Metier von Sous-Chef Mario. Servus Mario, grüß dich. Oh, hey. Hallo Mario. Alles klar? Ja, alles super. Super. Ja, passt da, danke. Super. Was machst du Schönes heute für uns? Wir machen mal zusammen das Dessert. Ja? Wir machen da ein Schokobiskuit, den habe ich schon vorbereitet. Ja? Da kommt eine Bärencreme und ein Rhabarber-Aperol-Gelee drauf. Super. Zusätzlich machen wir dann auch noch ein Rhabarber-Ragout. Ja? Mit ein bisschen Aperol drin. Also Aperol mit Beeren und ein Ragout aus Beeren mit Aperol auf Schokobiskuit. Grundsätzlich. Bisschen lustig jetzt, aber lecker. Ja, kann ich da wo helfen? Ja, sehr gerne. Du könntest, wenn du willst, ein paar Beeren zusammenschneiden. Gerne, ja. Beerencreme nachher. Ja, ich durfte in der Küche mitarbeiten. Ich liebe es ja, in der Küche zu arbeiten und zu kochen. Ja, wie willst du die haben? Würfelig? Die kannst Blätter. Würfelig schneiden, die kannst zusammenhocken. Jawohl, passt. Das sollten wir hinkriegen. Ja. Für die Beerencreme. Jawohl. Da in der Zwischenzeit schon den Mascarpone. Da habe ich jetzt einen halben Kilo. Mhm. Da ich nur ein bisschen raus. Das mache ich leicht warm, damit ich ein bisschen Gelatine drunter arbeiten kann. Ja. Tust du die Gelatine in kaltem Wasser oder im warmen Wasser einweichen? Immer in kaltem, weil sonst ist sie weg. Sonst findet man sie nicht mehr. Da hast du recht. Gelatine wird in kaltem Wasser aufgelöst, dass sie weich wird. Ja. Wenn man es im warmen Wasser einlegt, schmilzt die Gelatine schon beim Wasser einlegen. Die eingeweichte Gelatine wird im nächsten Schritt unter die erwärmte Mascarpone gerührt. In der Zwischenzeit werden wir die Beerencreme dann einmal rühren. Ja.
Was kommt jetzt alles rein in die Bärencreme? In die Bärencreme kommen jetzt dann die Bärenzucker, ein bisschen Staubzucker und Vanille. Staubzucker ist österreichisch für Puderzucker. Das werden wir jetzt schön verrühren. Na bitte, schaut doch nett aus, hä? So, die Gelatine werden wir jetzt später dazu tun, wenn ich das zusammenbaue, weil sonst lassen wir jetzt schon hart. Das Rhabarber-Ragout werden wir jetzt noch. Okay, was können wir da machen? Für das Rhabarber-Ragout wird zunächst Zucker karamellisiert. Hinzu kommen ein Schluck Aperol und der rohe Rhabarber. Das lassen wir jetzt noch kurz kochen, damit es so leicht al dente ist. Ja. Aber noch kissfest. Dann werde ich das abseilen. Mhm. Später brauche ich nur mal die Gelatine einarbeiten ins Gelee. Ja. Und dann war's das. Sehr interessantes Gericht, wirklich spannend. Bin schon gespannt, wie es Dani schmecken wird. Und sie wird mir sicherlich positiv davon berichten. Die Desserts erreichen das schmachtende Kritikervolk. Guten Appetit. Mahlzeit, danke. Das sieht alles sehr gut aus. Die schwarzen Teller sind super. Ja. Ja, manches Mal sind schwarze Teller wirklich richtig schick. Manchmal weiße, manchmal farbig, es kommt immer drauf an. Feuerfrei. Hier kommt Markus vegane Kokos Panna Cotta Brûlée mit Himbeersorbet und Baiser. Kokos Panna Cotta kannte ich bis dahin nicht. Wirklich super, wenn es da vegan ist, das ja mal auf den Teller bringen willst. Tolle Idee. Super karamellisiert, Oberbauch auch, sieht man, knackt. Das Einzige, was halt ist, ist halt ein bisschen zu wenig buschiert, weil es ist doch sehr, sehr flüssig und dabei und das gehört einfach ein bisschen fester. Vielleicht gehört eine vegane Panna Cotta so. Ja, eben, ja. Ich habe das erste Mal gegessen. Ja. Kenne ich mir vielleicht auch nicht weil aus. Der Fettanteil ist nicht so hoch. Ja, genau, ja. Stimmt. Und die ist einfach nicht gut genug gestockt. Natürlich kann man kein tierisches Bindemittel nehmen, wie Gelatine. Aber da gibt es ja genügend Alternativen und das hätte man schon zu einer Konsistenz eines Panna Cottas bringen können. Das Baiser habe ich schon gegessen, das war natürlich auch sensationell. Auch mit dem Sorbet dazu, super lecker. Frische Früchte, Erdbeeren haben wir gerade Saison, toll. Das ist ein super Dessert. Mario haute richtig auf den Putz mit der Sweet and Salty Cruffle mit Erdnussbutter und Salty Caramel. Das ist ja auch mal ein Dessert hier. Da ist ja viel drauf. Ne? Also bunt gemischt. Ne? Ich würde sagen, also, ein bisschen Disneyland, ne? Finde ich. Ne? Ein bisschen zu viel. Ne? Nicht für Mario. Wirklich sehr gut gelungen. Super Geschmack von Erdnussbutter. Hat alle Texturen. Knusper, cremig, warm, kalt. Die Früchte sind super reif. Toller Geschmack von der Textur. Also alles, was man gerne hat. Ja. Kann man wirklich super schön sehen. Hier Erdnussbutter, Creme, das Cruffle unterhalb ist wie, ich glaube, wie so ein Pancake gemacht im Waffeleisen oder im Waffel jetzt. Super flaumig, Cruffle ist flaumig. Flaumig. Flaumig, fluffig. Flaumig, fluffig, ja. Wie auf Wölkchen getragen. Wie auf Wölkchen, ja. Ja, flaumig, fluffig, das sagen wir halt so. Harmoniert, balanciert, schönes Gericht. Jetzt Danielas Rhabarber-Beeren-Variation mit Schokoladenbiskuit, Beerencreme und Rhabarber-Aperol-Gelee. Also mein Törtchen ist absolut super lecker. Unten ist ein Biskuitteig, der ist super flaumig, fluffig. Die Beerencreme ist auch super ausgezeichnet. Sie ist wirklich eine gute Konsistenz, schön cremig. Du merkst, die Sahne schmeckst du raus. Es war genau dieser perfekte Sahnegeschmack, weißt du? Schön gestanden, geiler Geschmack. Es ist also wirklich total angenehm. Gute Säure, gute Süße. Es ist nicht zu süß. Wir haben oben ein Rhabarber, ein bisschen geliertes Rhabarber-Püree. Mit der Säure vom Rhabarber kommt das Ganze noch einmal besser raus. Es schmeckt mir total gut. Also Desserts laufen auf jeden Fall richtig gut, finde ich. Fehlt noch Julians hausveredelter Brie mit süßen Oliven, Trüffelcreme und Feigenduett. Der hausveredelte Brie, ein Wahnsinn, muss ich sagen. Allein schon von der Konsistenz her der Brie. Man merkt, das ist ein hoch
hochwertiges Produkt. Also der hat wirklich sehr, sehr viel Geschmack mit drinnen. Ja, die Veredelung vom Brie ist an und für sich dann, dass er eben sozusagen dreigeteilt worden ist. Auf einer Seite die Nusscreme und auf der unteren Seite dann der Trüffel. Und man sieht, da ist frischer Trüffel verarbeitet. Man kriegt ein bisschen Brot dazu, Feigensenf, Feigenchutney. Ja, es ist ein bisschen schärfer, genau. Also einmal cremig, etwas schärfer, einmal mit der Textur von der Feige mit drinnen. Sehr geil, muss ich sagen, die karamellisierten Oliven passen traumhaft zum Käse dazu. Die süßen Oliven, die habe ich sowieso am geilsten gefunden. Eigentlich mag ich nämlich überhaupt keine Oliven. Mhm. Aber so schon. Aber süß. Genau, es ist das süß sein. Das macht Spaß. Ja. Das mit den karamellisierten Oliven, das kommt auch immer gut. Ne? Also das ist wirklich, du brauchst halt eine gute Olive und ein leichtes Karamell und dann reinschwenken und fertig. Und dann kannst du deine Gäste so überraschen. Oben drauf haben wir noch den frischen Trüffel gehabt, ganz geil. Auch auf jeden Fall ein Hingucker. Es harmoniert alles am Teller, es passt alles perfekt zusammen. Das würde ich mal so wieder bestellen, ja. Das ist mal richtig gut angekommen. Ne? Richtig schöner grüner Abschluss. Im Lendring serviert Janine die Rechnung. Jeder schöne Nachmittag geht zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch wunderbar geschmeckt. Ihr seid satt. Jetzt die große Entscheidung, abwaschen oder zahlen. Aber ihr schaut nach einer guten Bonität aus. Wie viel kosten drei Gänge für vier Personen in der Klagenfurter Innenstadt? 293,70 für alles zusammen. Mhm. Wenn du das jetzt durchdividierst, ja, vier Leute. Na, bitte. Nein. Für die Sachen, die wir da auf alle auf den Teller gekriegt haben, für die Produktqualität. Na, bitte. Ja. Ja. 75 Euro pro Person. Komplett fair. Ja. Super human. Ja. Mhm. Ist auch schwer okay für das, was uns da geboten worden ist. Die ganze, du musst da immer die Location trotzdem mit einbeziehen, was da geboten wird. Und genau, du besitzt in einem wunderschönen Ambiente. Meine Empfehlung wäre, Janine, schmeiß noch ein paar Euro drauf, das ist es wert. Ich fand das jetzt super. Preis-Leistungs-Verhältnis, bist mitten in der Innenstadt, hast so ein schickes Restaurant, das ist völlig in Ordnung. Die Konkurrenten haben Janines Konzept mit Lob überhäuft. Aber was heißt das in Zahlen? Bei der Tendenz waren es 2x9 und 2x8 Punkte. So, da sind sie. Bist du den Ersten, oder? Nee, fang du an, du hast die Ehre. Ich bin gespannt, ob wir den gestrigen Tag einholen in der Punktzahl. Acht Punkte, solide. Solide? Acht ist bei uns super. Also acht Punkte würde ich sagen, der Mario. Acht Punkte. Ich schätze die Dani vielleicht. Acht Punkte. Acht ist super. Oh! Ja, schau, neun. Neun Punkte. Wow! Wow. Oh mein Gott! Oh! Eine zehn. So, liebe Janine, lieber Florian, von mir gibt's satte 10 Punkte. Ich darf auch sagen, dass ich mich ein bisschen wundere bei Dani. Aber gestern hat sie nur 8 gegeben, heute 2 Punkte mehr. Aber egal, ich freue mich und ich sehe. Liebe Janine, du freust dich ja auch. Oder schneiden die gerade Zwiebeln? Sagt mal ihr zwei, ihr seid glücklich, oder? Also, wow. Also, ja, bei der Bewertung ist schon ein bisschen deppert. Starke Leistung. Janines Lendring holt 35 Punkte, genauso viele wie das Seegasthaus. Als nächstes besuchen wir Mario in Velden. Von den Alpen bis zur Adria, nirgendwo schmeckt es so gut wie bei ihm. Wo Mario draufsteht, ist auch Mario drin. Und jetzt zeige ich, wie man Wörthersee kocht. Und dann sowas. Mir hätte es gefallen, wenn er ein bisschen glasiger gewesen wäre. Das war dann leider wirklich schade darum. Also bitte, jetzt hier, mi, 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 oder was? Es geht um Marios guten Namen.